Da kommt Geld in die Kasse. Seit 1. Januar 2020 gibt es sie, die Belegausgabepflicht für elektronische Kassen. Gut 3 Jahre zuvor, am 22. Dezember 2016, wurde das Gesetz zum Schutz vor Manipulation von digitalen Grundaufzeichnungen, kurz Kassengesetz, beschlossen. Das Ziel: mehr Transparenz und mehr Steuergerechtigkeit. Die Nachrüstung aller Kassen mit zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtungen, kurz TSE-Modulen, ist ein zentraler Bestandteil des Kassengesetzes. Herzlich willkommen zu Carwash Info Live, Folge 27. Mein Name ist Edwin Grabowski und heute dreht es sich um das liebe Bargeld und wie es in die Kasse kommt. Mein Kollege Roland Wunder hat bestimmt wieder ganz viele Fragen, die er unserem Gesprächspartner stellen möchte. Hallo Roland, hast du schon eine letzte Frage? Nein, ich fange diesmal nicht mit der letzten Frage an. Aber ich freue mich heute auf ein Gespräch, weil wir wirklich eine kompetente Person online haben. Und der wird uns sicherlich einiges dazu erklären können. Zwecks der Unsicherheit, wie es momentan heißt, mit den DSE-Gesetzen seit 01.01.2020. Es wird aufgeschoben, es wird strafbar gemacht. Also ich habe einige Fragen vorbereitet und ich freue mich auf ein interessantes Gespräch. Ja, dann sage ich herzlich willkommen oder moin, wie man so schön sagt, in Hamburg, Ralf Block, Geschäftsführer der SitPay. Ja, guten Morgen, wir Herren. Wie schaut es aus in Hamburg? Hat das TSE-Thema euch lange beschäftigt? Ja, ich muss sagen, wir haben ja vor einiger Zeit auch die österreichische Lösung integriert, die ja erstmal vom Ansicht her ähnlich ist wie die deutsche Lösung, aber mussten uns alles Besseren belehren lassen. Also wir haben konstant seit Februar diesen Jahres programmiert, unsere Kasse angepasst auf die Anforderungen, die eben vom BSI, vom Bundesamt für Sicherheit in der Sicherheitsinformationstechnik vorgegeben sind und waren wirklich überrascht, wie viel Aufwand und wie viele Eigenarten dann hier gefordert sind, die eigentlich mit einer normalen Kasse, wie man sie kennt, gar nichts mehr zu tun haben. Mhm. Damit wir vielleicht so einen kleinen Einstieg haben, spiele ich mal gerade was ein. Und zwar gebe ich mal meinen Bildschirm frei, damit wir mal sehen, was SitPay überhaupt ist. Und wir schauen uns einfach mal 1-2 Minuten den Film an. Thank you.
So, so viel mal zum kleinen Überblick. Also man sieht, ihr habt viel mit Geld zu tun. Ralf, wo war denn jetzt das TSE-Modul? Das TSE-Modul ist in dem Desktop oder in dem Server gesteckt. Das heißt, wir haben das dort verheiratet mit dem PC, auf dem die Kassenanwendung läuft. Und dieses Modul ist auch sehr einfach zu installieren, weil es eben wirklich nur ein USB-Stick ist und eben auch in einer Offline-Funktion jederzeit signieren kann, also den sogenannten, ich sag mal, Aufdruck auf dem letztendlich Kassenbeleg dann anbringen kann. Aber habe ich die Frage dazu, seit 01.01.2020 ist es doch verpflichtend, dass wir so eine DSE-Zertifizierung haben sollte. Kannst du es dazu etwas sagen? Wir sind ja mittlerweile 11 Monate drüber. Wie ist der Stand der Dinge? Seid ihr die Einzigen, die was machen dazu? Was machen so andere Kassenhersteller? Also, wenn wir über Kassenhersteller sprechen, spreche ich jetzt mal nicht nur über die Kassenhersteller, die, ich sage mal, sich in dem Carwash-Segment bewegen. Das ist ja ein eher kleines Segment. Aber wenn ich mal die großen Kassenhersteller nehme, die an Tankstellen, die eben auch in Gastronomiebereichen und so weiter unterwegs sind, die eben auch ganz andere Mengen an Kassen vor Ort haben, dann sind die sicherlich mit ihren Modulen, ich sag mal, größtenteils fertig und können auch installieren, wie wir auch. Also wir haben ausgerollt schon und sind auch weiter am Ausrollen, weil es natürlich auch immer ein Aufwand ist, so eine TSE in die Kasse zu integrieren, also auch softwaremäßig. Und aber die großen Anbieter sind alle eigentlich auf einem guten Weg und sind auch, würde ich sagen, fertig mit den Modulen. Wie das jetzt speziell im Carwash-Bereich aussieht, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich habe gehört, auch nur gehört, einige haben dann ihren Kunden versprochen, dass das TSE kommen wird, aber sie haben es nicht fertig. Ich habe selbst noch nicht gesehen, ob andere das schon realisiert haben und wie sie es realisiert haben. Es gibt ja auch zwei Möglichkeiten. Einmal entweder direkt vor Ort über ein USB-Stick, eine Speicherkarte oder eben auch online. Und da kann ich wenig zu sagen. Damit sollten Sie vielleicht nochmal schauen, ob Sie eine Erhebung mal machen über die Anbieter, die also speziell für Carwash-Kassen dort stehen, wie weit die dort sind. Aber die rechtliche Grundlage ist ja so, zum 01.01.2020 waren ja alle verpflichtend, das zu haben. Und jetzt sind wir ja im November 2020. Ist das verlängert worden oder wie ist da Gesetz, die Vorlage? Also die Kassensicherungsverordnung, also ist das Gesetz, was für diese sogenannte TSE-Sicherheitsmoduleinrichtung steht, besagt, dass ab 1. Januar 2020 die vollständige, unveränderte und manipulationssichere Speicherung von Geschäftsvorfällen und einiger weiterer Vorgänge dort verlangt wird. Wer das nicht tut, hat Strafen und Bußgelder zu befürchten. Man hat dann festgestellt, auch ein bisschen durch Corona bewirkt oder versucht als Grund zu finden, dass eben Kassen nicht beanstandet werden können vom Finanzamt, was letztendlich die ausführende Gewalt ist, um zu prüfen, ob auch die TSE installiert ist. Bis letztendlich März 2021 muss es jeder integriert haben und ausgerollt haben. Und dann gibt es eben noch eine Frist, die besagt, wenn die Registrierkassen aufgrund ihrer Bauart nachweisbar nicht umrüstbar sind und zwischen dem 25. November 2010 und Ende 2019 gekauft wurden, also auch alte Kassen, gilt eine Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2022. Bedeutet aber, dies nachweisen und nicht umrüstbar ist eine schwierige Nummer, weil da wird natürlich immer jeder sagen, dann musst du halt eine andere Kasse kaufen, weil es gibt ja Kassen im Markt, die das können. Und was auch eigentlich noch viel schlimmer ist, Kunden, die jetzt vielleicht eine Prüfung erhalten und eben nicht dort adäquat mindestens mal, ich sag mal, eine sogenannte Bestätigung ihres Lieferanten haben, dass die TSE bis spätestens zum 31. März dort bei ihnen installiert wird, dass die in das gleiche Loch fallen und denen wird eben gesagt, du hast dich nicht drum gekümmert und deswegen bist du nicht zertifiziert und hast da ein Problem. Also wir haben allen unseren Kunden die TSE schriftlich offeriert, dass wir die ausrollen wollen und haben auch allen unseren Kunden bestätigt, dass wir diese entsprechende TSE vor März auf jeden Fall installieren. Also bei uns ist der Plan so, dass wir bis Ende diesen Jahres alle unsere Standorte mit TSE ausgestattet haben. Also wir möchten gar nicht erst über diesen 1. Januar 2020 diskutieren, sondern wir werden alle Standorte bis zum 31. Dezember diesen Jahres ausgestattet haben. Das habe ich aber gleich zwei, drei Fragen, die sich daraus ergeben haben. Und zwar ab 1. Januar sollten alle Kassen
das eigentlich schon haben. Das heißt, das Kassengesetz gilt ab 1. Januar. Wieso habt ihr dann erst im Februar angefangen zu programmieren? Das Problem ist einfach gewesen, wir haben für uns entschieden, dass wir ausschließlich ein Modul integrieren werden, was auch eine Abnahme des BSI trägt. Und es war so, dass der Erste, der überhaupt eine Möglichkeit geschaffen hat, mit einer sogenannten Offline-TSE-Möglichkeit über ein Offline-USB-Sicherheitsmodul Ende Dezember 2019 erst zertifiziert wurde, dann muss der ja erstmal sehen, dass er auch dann Mengen produzieren kann, die Software auf die Sticks bringen und so weiter. Und deswegen haben wir uns entschieden, im Januar Gespräche aufgenommen mit diesem Anbieter, haben uns dort also auch dann um die Volumen bemüht, die wir benötigen und haben dann ein Software-Development-Kit erst im Februar bekommen. Und vorher konnten wir gar nicht starten. Also es ist ja so, es ist ja nicht nur ein Stick, den man reinsteckt. Man muss natürlich auch sich mit dem Stick unterhalten können. Das ist Software. Das heißt, ich muss die Schnittstelle zum Stick auch Daten übergeben. Da gibt es Regelwerke, die eben von den Software-Regelwerken laufen. Und da haben wir im Februar angefangen, eben uns mit diesem Software-Development-Kit zu beschäftigen. Da hatten wir ein so ein Ereignis, die Software-Development-Kit war nur ein halbes Jahr gültig. Die Gültigkeit im Stick kann nicht zurückgesetzt werden. Mussten dann einen zweiten Stick kaufen mit Software Development Kit. Und ich kann Ihnen nur sagen, also wer das noch nie gemacht hat, und wir hatten ein bisschen Glück, dass wir schon Österreich, was ja recht vergleichbar ist, jedenfalls mal von den Modulen her. Ansonsten wäre das wahrscheinlich gar nicht fertig geworden bis, ich sag mal, vorletzten Monat, weil einfach, es ist schon was ganz anderes als eine Kassenlösung, die dort eben gefordert wird. Aber es mussten ja ab Januar zum Beispiel Kassenbons ja auch rauskommen. Das hat ja auch mit dem Kassengesetz zu tun. Also ab Januar spucken alle Kassenbons aus, aber die spucken die aus, obwohl sie noch keine TSE drin haben. Oder also wir haben eigentlich einen salomonischen Weg gewählt. Und zwar haben wir Folgendes entschieden. Wir haben auf unseren Kassensystemen, weil es eben nichts gab, was man installieren konnte, haben wir die österreichische Lösung installiert. Wir haben immer schon Belegpflicht gehabt, auch ab Januar. Also wir haben diese Regeln alle eingehalten. Und hätte jetzt jemand geprüft, dann hätte ich ihm gesagt, sorry, es gibt eben noch keine Softwarelösung im Markt. Aber wir können euch hier alle Daten liefern. Wir können nachweisen, aufgrund der österreichischen Lösung, die ja in einem anderen Land zertifiziert wurde, auch wenn sie nicht eure Zertifizierung ist, und richten uns nach diesen Regeln. Und dadurch haben wir eben auch für unsere Kunden schon mal einen sogenannten Sicherheitspuffer im letzten Jahr aufgebaut, weil wir die TSE eben nicht liefern konnten und haben da viel mehr getan, als eigentlich der Gesetzgeber auch gefordert hat. Aber ihr habt noch keinen TSE ausgeliefert. Das ist alles nur Theorie bei euch. Nein, wir haben TSEs ausgeliefert und haben ungefähr ein bisschen mehr als die Hälfte des Marktes schon abgedeckt. Okay, wir sind alle gerade dabei. Wir machen jetzt jede Woche Rollouts aktiv und unsere TSEs sind im Markt im Betrieb. Das heißt, eure Kassensysteme sind gesetzeskonform jetzt. Ja, ja. Was ist, wenn jetzt ein Kunde hat ein anderes Kassensystem, sagen wir mal jetzt? Kann er dann euren Stick auch reinstecken oder geht es nicht so einfach? Das Problem ist, dass dieser Stick sehr eng mit den, ich sag mal, Umgebung der Kasse verheiratet wird. Ich gebe mal ein Beispiel daraus. Es sind verrückte Sachen da drin, die man einfach wissen muss. Und zwar ist es zum Beispiel so, dass ein Clever Waschen, was wir auch integriert haben von Axel Springer Verlag, ist ein Agenturgeschäft. Das ist ein Drittanbieter. Der muss ganz besonders anders behandelt werden. Der muss als Mandant angelegt werden. Der muss anders abgerechnet werden. Der kriegt auch völlig andere Datensätze abgelegt in diesem TSE-Modul. Und da sind auch andere Sachen dabei, wo ich zum Beispiel sagen kann, die ganze Buchungslogik ist eher eine Finanzbuchungslogik, die das TSE fordert. Es hat mit Kasse, ich gebe Geld rein, kriege Geld zurück, wechselt überhaupt nichts mehr zu tun. Und es wird eben jede Transaktion, die ich in der Kasse tätige, kriegt einen ganz speziellen Namen. Und das hat keiner vorher gewusst, wie der Name heißt für Barzahlung. Heißt das Barzahlung? Das muss alles angepasst werden. Ich muss jeden Begriff, jede Transaktion anfassen, jede Transaktionsart, jede Geldart, jede Kartenart, und muss die quasi in Tabellen sauber mit meiner Kasse kommunizieren lassen. Das heißt, ich übersetze eigentlich von Deutsch in Chinesisch, mal ganz hart gesprochen.
und habe hoffentlich jemanden, der Chinesisch versteht. So kann man das eigentlich interpretieren. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr aufwendig. Ich weiß von anderen Anbietern, die viel größer sind als wir, die haben das außer Haus gegeben, das ist aber nicht in der Kaufersbranche. Gehen Sie mal davon aus, dass das sechsstellige Beträge gekostet hat, diese TSE zu bauen. Wenn das Sie es dann vergeben. Okay, das heißt also, die Leute müssen jetzt dann das TSE haben, also bis spätestens 31. März 2021. Und die Kassenhersteller, die die Software liefern, sollten auch die TSE passend zu diesem Zeitpunkt noch liefern können und so. Jetzt gehen wir davon aus, so wie eure Kunden haben das und sowas. Ist das dann online geschalten oder ist das offline geschalten? Wie kann man sich das vorstellen? Also die Lösung, die wir implementiert haben, ist folgende. Also ich versuche das einfach über einen Kassiervorgang zu machen. Sie gehen hin, kaufen eine Wäsche, die kostet 10 Euro, Sie legen auch 10 Euro hin. Dann passiert folgendes, diese Transaktion holt sich aus dem USB-Stick ein Zertifikat. Das ist also eine Zahlen- und Buchstabenreihenfolge, die eindeutig ist, die nur einmal vergeben wird. Und wenn der Beleg gedruckt wird, entsteht diese Signatur, gibt es zwei Möglichkeiten. Sie wird nur als Text aufgedruckt, das haben wir präferiert. Man kann zusätzlich auch einen Barcode drucken, das ist aber nicht Pflicht. Wir haben dann umwelttechnisch gesagt, wer unbedingt den Barcode zusätzlich haben will, kriegt den, aber wir lassen es erstmal bei dem reinen Text, weil nicht die armen Bäume, die man dann fällen muss, um mehr Papier für Bonrollen zu haben, das wollten wir nicht unbedingt, aber die Möglichkeit ist da. Und diese Transaktion wird dann in dem USB-Stick abgelegt und in der Kasse. Wir synchronisieren unsere Kassen viertelstündlich und holen uns diese Daten aus der Kasse unten online nochmal in einen Datentresor bei uns zusätzlich. Und wenn jetzt zum Beispiel, um das zu Ende zu führen, ein Finanzbeamter kommt, dann geht er an die Kasse, zieht den USB-Stick, guckt sich den an und dann hat er eine Funktion auf der Kasse, wo er sagen kann, gib mir alle Umsätze von bis und kann sich direkt über eine sogenannte DASFINK, DASFINK, eine spezielle Datei ziehen, die er direkt in sein Finanzsoftware-Modul reinsaugen kann. Und deswegen auch die ganzen Begrifflichkeiten. Ich kann nur etwas importieren, wenn auch die Datensatzstruktur mit dem übereinstimmt, was das sogenannte importierende System erwartet. Das macht das Ganze eben so wahnsinnig aufwendig. Und wenn man sich mal auch nur die Broschüre anguckt, wo die Beschreibung dieses, ich sage mal, entsprechenden Kommunikationsthemas ist, das sind hunderte Seiten. Ne? Und das ist sehr, sehr aufwendig. Das heißt, dass die DSE ist wirklich dafür da, dass der Finanzbeamte vor Ort in die Waschanlage kommt, zieht den USB-Stick raus, tut ihn in seinen Laptop rein und kann innerhalb weniger Minuten sagen, ob die letzten 5 Autos, die er beobachtet hat, auch richtig registriert worden sind. Exakt. Der kann sogar eine Woche zurückgucken. Man hat sogar auch Referenzierungen in den Umsätzen auf Altumsätze drin. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Aufladung von Karten habe. Ich habe im Januar eine Prepaid-Karte gekauft und komme im Dezember einlösen, dann will der wissen, die Transaktion aus dem Januar und welcher Bon war das und welche Nummer und was war das und wo ist das passiert. So weit geht das. Wahnsinn. Jetzt sind wir nochmal abgekommen von der ersten Frage, was ich gehabt habe. Wenn das online ist, das heißt, wenn ich keine Internetverbindung habe, warum auch immer, kann ich da nicht mehr kassieren? Nein. Dann haben Sie keinen TSE-Zugriff, dann würde quasi auf den Belegen draufstehen, Sicherheitsmodul ausgefallen. Und es gibt noch keine Regelwerke, ich kann das nur aus Österreich sagen, in Österreich ist man verpflichtet, innerhalb von 24 Stunden den Ausfall eines Sicherheitsmoduls aktiv dem Finanzamt zu melden. Wer das nicht tut, 5.000 Euro Strafe. Mhm. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland verfahren ist. Das Finanzamt spielt in diesem ganzen Thema eine besondere Rolle. Alle geben da Gas und versuchen das, was die Vorgabe vom BSI ist, zu erfüllen. Aber das Finanzamt hat es bis heute nicht hinbekommen, im Elster, das ist das System, in dem die Steuerberater arbeiten, ein Formular zur Verfügung zu stellen, auf dem man diese TSE pro Kasse melden kann. Das gibt es heute immer noch nicht, von keinem Finanzamt in Deutschland. Das Aber Thema hatten wir zwei, drei Ausgaben zuvor gehabt, als wir mit dem Herrn Dagit gesprochen hatten. Da hatten wir genau das Thema auch gehabt, wo er sagte, ja, Kassenhersteller meldet, ich habe ausgeliefert, aber wir wissen nicht, wo wir es eintragen sollen. Genau das. Ja. Welche Empfehlungen, Ralf, hast du jetzt an die Tankstellen, an die Waschanlagenbetreiber? Wie sollen sich die verhalten? Die, sagen wir mal jetzt, deine Kunden, die hast du ganz gut im Griff, aber was soll jetzt jemand machen,
der anderen Kassenhersteller hat. Soll der dranbleiben oder soll er abwarten? Oder? Ja, ich sag mal so, ich bin immer jemand, der über Marktbegleiter nichts sagt und das auch seriös, so wie man sich eben als hanseatischer Kaufmann verhält. Es ist, was einfach sehr, sehr Schlimmes an der ganzen Thematik ist, haften tut der Waschanlagenbetreiber. Nicht der Softwarehersteller, nicht das BSI, nicht das Finanzamt, nicht der Steuerberater. Und jetzt haftet jemand für eine Lösung, wo er nicht weiß, ist die wirklich zertifiziert, ist das Papier, was ich hier kriege, ist dieses Papier, wo mir einer sagt, ich liefere dir bis 31.03. die Lösung und wenn es dann nicht passiert, wer haftet dafür? Da ist leider dieser arme Waschstraßenbetreiber alleine mitgelassen. Und ich hoffe, dass wir ähnlich wie auch in anderen Branchen nicht hier plötzlich dann madig gemacht werden, weil jeder Schaden, den jemand innerhalb einer Branche macht, fällt auch immer auf die anderen zurück. Ich sehe Wirecard, nicht plötzlich ist Zahlungsverkehr alles ganz schlimm und alles nur Betrüger. Und ich kann nur sagen, man muss sich darum kümmern. Mein Rat ist es, in sehr enger Kooperation mit seinem vertrauten Steuerberater darüber zu sprechen, weil die Steuerberater kennen diese Regelwerke, das ist deren Tagesgeschäft. Und auch über den Steuerberater sich die Sicherheit zu holen, die man benötigt, und um eben durch diese sogenannten Bedingungen ab 1. Januar auch dann sauber entsprechend durchzukommen. Das ist so meine Empfehlung. Aber DSE heißt ja auch, wenn ich eine offene Ladenkasse habe, dann ist das, dann geht mich das überhaupt nicht. Ist das richtig so? Dann muss der jetzt auch eine elektronische Kassensystem sich anschaffen. Also diejenigen, die jetzt sagen, was ich nicht weiß, ist, wie ein Finanzbeamter, ich kenne das auch vom Gastronomiebereich, also da kann ein Gastronom, kann ich sagen, nur weil er jetzt irgendwie wegen Schwarzgeld erwischt worden ist, ich schaffe die elektronische Kasse ab und mache jetzt nur noch Barkasse, kann das Finanzamt gegen agieren. Natürlich könnte jetzt ein Waschstraßenbetreiber sagen, es interessiert mich, also ich steige wieder auf Bargeld um, aber wir drei wissen, dann hat er andere Probleme, nicht? Dann ist wieder der Mitarbeiter sein bester Kunde, was die Einnahmen betrifft und andere Dinge. Das ist ja nicht mehr kontrollierbar. Und ich habe dann andere Sorgen, nicht? Die dann entsprechend dort auftreten und habe auch gewisse Bequemlichkeiten, die ich eben durch ein Kassensystem habe, nicht mehr. Jetzt sprachst du ja vorhin schon mit dem das Thema Beleg an. Und es werden jetzt immer Belege gedruckt. Ich habe das auch schon gesehen mit diesem Code, mit diesem QR-Code, der ja relativ viel Platz wegnimmt. Muss ein solcher Beleg, der da rauskommt, muss der auf Papier gedruckt sein? Nein. Also man kann auch einen digitalen Beleg ausgeben. Also wenn eine Möglichkeit besteht, dass zum Beispiel jemand eine Prepaid-Karte hat, wo er auch registriert ist und er hat eben ein Portal, wo er sich die Belege runterladen kann, ist dieser Weg möglich. Er muss den auch nicht dort abrufen. Entscheidend ist es, dass der Kassenführer den Beleg nutzbar für den Anwender, für den Käufer zur Verfügung stellt. Der Weg muss nicht auf Papier sein. Also denkbar wäre eine App irgendwo, die ich starte und ich ziehe mir den Beleg irgendwie gerade mal. Ja. Als Kunde. Okay. Ja. Du hast ein gutes Thema angesprochen und zwar das Thema Debitkarte, vorausbezahlte Karte. Wie schaut's aus? Es gibt ja auch Waschanlagen an Tankstellen zum Beispiel, wo auch ein Tankautomat irgendwo mit dran ist. Ist ein Tankautomat ein Gerät, wo eine TSE-Einrichtung drin sein muss, der kein Bargeld nimmt? Also das BSI hat bisher die Automaten grundsätzlich ausgespart. Also auch wenn ich jetzt zum Beispiel Staubsaugerplätze habe und kassiere da eben mit Münzen oder mit anderen Medien, hat man diese entsprechenden Point of Services erstmal nicht in der TSE berücksichtigt. Ob das dann noch kommt, weiß ich nicht. Hängt auch ein bisschen davon ab, ob man da auch noch irgendwas vermutet, was am Finanzamt vorbeiläuft. Aber nach meiner Kenntnis und auch nach den Ausführungen des BSI sind die erstmal schadfrei zu halten, auch Wechselautomaten, diese ganzen Dinge, die laufen so weiter, wie sie bisher laufen. Da wird also nichts geändert werden. Mhm. Was ist eigentlich ein Kassensturz? Das ist auch so ein Begriff, der in dem Zusammenhang gekommen ist. Wie stellt man sich das vor? Da kommt ein Finanzbeamter jetzt her und schüttet einfach mal die Lade aus, oder? Ja, Kassensturz kommt ja aus dem Begriff. Also es fällt jemand hin, verliert Geld und muss das dann aufheben und kontrolliert natürlich in dem Zweck, ob noch alles da ist, ob er weitersuchen muss, nämlich den Fehler. Ja,
Also die Finanzbeamten sind ja klassisch heute so unterwegs. Die holen sich die Unterlagen, dann gehen sie auf die Anlage, gucken sich den Zähler von dem Waschstraßenbetreiber an, der auf der sogenannten Industrieanlage läuft, auf der SBS, machen da ein paar Spielchen, haben Durchschnittswerte aus der Branche, gucken, ob man da drüber oder da drunter liegt. Und so haben sie sich früher ihr Bild gemacht, haben dann ihre verschiedenen, ich sag mal, Ansatzpunkte, die sie sich nochmal genauer angucken, wie Freiwäschen, Mitarbeiterwäschen, solche Geschichten. Das ist morgen vorbei. Morgen kommt er mit dem Laptop, schließt den da an, schiebt den USB-Stick rein, holt sich alle Umsätze rüber und geht. Dann kann der Kunde noch einmal das Geld zählen und dann hat er alles, was er braucht. Aber eigentlich braucht er ja gar nicht mehr zu kommen, weil wenn das TSE-Gerät drin ist und es geht ja letzten Endes, ja, mal die schöne gesetzliche Formulierung ist irgendwie um Steuergerechtigkeit und so weiter. Es geht ja darum, den Leuten irgendwo das Handwerk zu legen, die jetzt mit Schwarzgeld so richtig übertreiben. So, also wenn das nicht mehr geht, rein elektronisch nicht mehr geht, dann kann der sich doch den Weg sparen letzten Endes. Oder bin ich ja, also es ist ja so, man braucht sich ja nur mal in Europa um sich herum angucken, wie andere entsprechende, ich sag mal, Steuersysteme auf Kassen laufen. Und da ist es eben so, dass eben einige osteuropäische Länder tatsächlich auch die Umsätze aktiv melden. Ne? Man muss mal einfach auch mal schandweise sagen, es ist leider so, dass im Ostblock teilweise bessere digitale Leitungen sind als hier in Deutschland. Also da gibt es nicht das Problem, ich bin nicht online und ich kann das nicht. Das ist einfach besser organisiert. Und da ist es wirklich so, es gibt eben Kassensysteme, die eben ein Fiskalgesetz haben, wo die Umsätze sofort bei Entstehen gebucht und auch entsprechend weitergereicht werden. Da haben sicherlich die Designer des deutschen Systems hingeguckt. Und wenn ich sehe, was möglich ist, wir können ja aus dieser sogenannten DASFINK-Datei, das ist dann dieses Format, was der Steuerprüfer haben möchte oder der Finanzbeamte, kann man auch noch eine DATEV-Datei generieren. Das haben wir auch realisiert, noch zusätzlich. Und diese DATEV-Datei kann ich direkt an meinem Steuerberater geben. Der kann dann die direkt auch bei DATEV einreichen und machen und dann schließt sich der Kreis sehr schnell. Die Frage ist halt, in welchen Zeitabständen ich das tue und in welchen Zeitabständen jetzt der Kassenbetreiber aufgefordert ist, die Daten zu liefern. Sie haben vollkommen recht. Wenn wir in die Kasse reingucken können, indem wir da online draufgehen, könnte mit einer Benutzerrolle oder einem Benutzerrecht jedes Finanzamt das auch. Die Frage ist halt die gesetzliche Ausführung, wie man das zukünftig möchte, aber ich gehe davon aus, dass das auf lange, lange Sicht, wann immer das auch sein wird, man versuchen wird, natürlich hier noch mehr Transparenz reinzubringen. Aber dieser erste Schritt ist schon mal, ich glaube, ein sehr großer Schritt, um aus der Schule zu plaudern, ohne Namen zu nennen. Wissen wir auch, es gab immer auch welche, die gesagt haben, also ich nenne die Kasse aber auch nur, wenn ich noch mal abends gucken kann, ob das alles richtig war, ne? In Anführungsstrichen. Und das ist jetzt vorbei. Das ist vorbei. Und ich habe hier Beispiele, wo ich Ihnen sagen kann, einer, der von Bargeld auf Kasse umstellt, ich habe noch keinen gehabt, der weniger als 30% mehr Umsatz hat, wenn er es nicht kontrolliert hat. Es wurden teilweise ganze Teams auf den Anlagen ausgetauscht, weil die sich alle einig waren, wie wenig gewaschen wird. Und deswegen, hier ist es nicht mehr möglich. Sie haben auch keine Möglichkeit, die Software zu beeinflussen. Das ist so verankert in der Kasse und so verstrickt, auch dieses Modul, und das würde sofort auch Fehler hinterlegen im Modul. Da gibt es auch Überwachungen drin. Da ist es einfach vorbei mit, ich greife mal in die Kasse und mache mal irgendetwas anders. Das funktioniert nicht mehr. Also die Steuertreue wird erzwungen. Ne? Das ist einfach so. Ihr verkauft ja auch Anlagen nach Österreich. Da ist es ja schon so, oder? Dass das online registriert wird, die Finanzamt. Genau. In Österreich haben wir auch Kassen und da ist das so. Deswegen weiß ich ja auch von dieser Strafe mit den 5.000 Euro, wenn man es nicht gemacht hat. Da muss man dann ganz groß zu Kreuze kriechen, mache ich nie wieder und tut mir leid. Und der Mitarbeiter wusste das nicht und der war neu. Aber die Österreicher haben ja tatsächlich ein Team von, man spricht von 10 bis 15 Personen eingestellt im Außendienst, die nichts anderes tun, als den ganzen Tag durch die Gegend fahren und Kassen kontrollieren. Genau, die erkennt man auch daran, die haben ja eigene Autos mit Aufschriften und so. Natürlich. Also die erkennt man, ja? Ja. Ja. Die sorgen dafür, dass die Steuertreue auch noch persönlich nochmal vor Ort geprüft wird. Jetzt ja, man ist ja so, als zusätzlichen Service sehen, ne? Roland, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, kein Problem. Jetzt ist ja so, dass 31. März so der nächste große Termin ist. Wir haben ja mit den GOPD und den TSE jetzt immer wieder in den letzten Jahren neue Gesetze
neue Termine kriegt. Ist denn jetzt mit TSE 31.03.2021 der letzte Termin oder gibt es jetzt schon wieder 2029, ändert sich komplett wieder etwas? Weißt du schon etwas noch? Also was ich weiß, ist auf jeden Fall, dass Bremen das nicht mitgemacht hat. Bremen gilt die Frist 1.1. Bremen sagt, wer am 1.1. nicht hat, muss einen Antrag stellen beim Finanzamt in Bremen und eine außerordentliche Genehmigung sich einholen. Und dann werden die nämlich gucken, welche Kasse hast du, mit wem hast du, wo bist du? Und dann werden die sagen, pass mal auf, wieso? Du bist Gastronom, dann musst du eine neue Kasse kaufen und die kriegst du da. Fertig, nächster. Also ich glaube, dass Bremen das härter durchziehen wird, um auch ein Exempel. Vielleicht hat man auch absichtlich die Freistaat Bremen genommen oder die Hansestadt Bremen genommen, um mal zu gucken, wie weit man denn da gehen kann. Man weiß das immer nicht, wie das politisch gewollt ist. In jedem Fall, in Bremen ist der Spaß vorbei. Ab 1. Januar, wer keine TSE hat, egal welche Kasse, wo, wie, was, die machen das nicht mit. Die bestehen auf den Termin. Diese 31.3. ist eine reine freiwillige, ich sag mal, Nicht-Angriffspakt der Finanzämter, die in anderen Bundesländern sitzen. Das Gesetz wurde nicht geändert. Es ist rein vom Finanzamt für jedes einzelne Finanzamt sagt, ich halte still bis 31.3., das verspreche ich. Das Gesetz ist nicht geändert worden. Also, bevor der Roland jetzt seine letzten Fragen dann startet, wollte ich noch ganz schnell mal zwei Stück da einbauen. Und zwar, Ralf, zwei Fragen. Eine Frage, wie lange ist eine solche TSE einsatzbereit, gültig? Gibt es da eine maximale Anzahl an Buchungen, die sie erfassen kann? Oder ist das ein Zeitraum? Das ist ja, so wie ich es jetzt gehört habe, so eine Art USB-Stick, der in die Kasse gesteckt wird. Also die Sticks haben eine Laufzeit von bis zu 4 Jahren. Natürlich muss man immer welche auch am Lager halten. Wir versuchen möglichst das Lager so zu halten, dass wir nicht Sticks rausgeben, die dann nur noch 3 Jahre haben, sondern wir versuchen irgendwie das so zu lancieren. Es kann natürlich auch mal einer kaputt gehen, das ist so. Aber wir schauen eben, dass wir die Volumen so streuen, dass wir möglichst dicht an die 4-Jahres-Laufzeit kommen. Was ich gehört habe, ist, dass es wohl auch von einigen Herstellern längere Laufzeiten geben soll. Natürlich bei höheren Preisen dann. Da ist aber noch nichts zementiert. Das ist wohl auch so ein bisschen, wenn jetzt zum Beispiel ein großer Mineralöler kommt, dass der dann eine Sonderlocke kriegt. Aber auf der normalen Standardebene, in der wir uns hier bewegen, wird das sicherlich mit den 4 Jahren so bleiben erstmal. Und danke nach 4 Jahren für das Stichwort Preis. Das wäre nämlich meine letzte Frage gewesen. Was sind die Investitionskosten? Ja, die Investitionskosten sind einmal, dass man den USB-Stick eben jede 4 Jahre kaufen muss. Die Preise für den USB-Stick liegen je nach Menge, die man ordert, dann bis maximal 200 Euro. Zurzeit und eben die Arbeit dann für die Software, die es dann gibt, auf die Geräte zu speichern und eben auch die Änderung zu machen. Das lässt sich natürlich eine IT-Unternehmen auch bezahlen, denn auch wenn es gesetzlich ist, kann auch der IT-Hersteller oder der Kassenlieferant nichts dafür, dass er jetzt etwas neu programmieren muss. Und das wird auch umgelegt auf die entsprechenden, ich sag mal, Kunden dann. Okay, also Edwin, das hast du mal in den letzten Fragen abgenommen. Dankeschön. Ist kein Thema. Heute hast du die allerletzte Frage. Aber zusammenfassend, Ralf, kann man das so sagen, die Anlagenbetreiber sollen sich wirklich bewegen und schauen, dass sie ihr DSE mit ihren Kassenlieferanten hinbringen bis zum Datum 31.03. bzw. 1.1., weil sie auch dafür verantwortlich sind und auch eventuell empfindliche Strafen ausgesprochen werden könnten. Naja, es gibt in meiner Brust schlagen immer zwei Herzen. Das eine ist, ich sitze etwas aus und hoffe, dass nichts passiert. Und die andere Seite sagt, es gibt ein Gesetz und ich befolge das. Und da muss jeder für sich entscheiden, geht er das Risiko und hofft, dass noch irgendwas prolongiert wird, verlängert wird oder nicht. Immer auch im Kopf behaltend. Die Steuereinnahmen sind im Moment gerade sehr, sehr schlecht und schwach. Und ich glaube, die Bundesregierung wäre froh über jede Mehrsteuereinnahme, die sie vielleicht durch die Steuertreue jetzt in der Fläche beim Mittelstand sich holen kann, wäre sie sehr glücklich, wenn das mehr wird. Und ich sage ja, meine 30%, die ich so im Kopf trage, das ist schon, wenn also der gesamte Mittelstand, der, ich sage mal, nur 10% steuertreuer wird, das sind Milliarden, ne? Okay.
Das muss man einfach mal groß, wenn man groß denkt. Also es ist schon so, man weiß eben, dass in gewissen Branchen betrogen wird. Und wie gesagt, die Beispiele, die ich kenne, ohne Namen zu nennen, wo man eben auch mal dann sowas mitbekommt, wo es auch offen kommuniziert wird. Wir reden hier nicht über Peanuts-Steuereinnahmen. Nicht? Das ist schon über Jahre ist das ganz, ganz, ganz viel. Ne? Und deswegen glaube ich so ein bisschen, da ist der Spaß auch vorbei. Und die Ausreden auch der Hersteller, die jetzt das nicht realisiert haben für ihre Kassen, das Eis wird da dünner, dass man das noch duldet. Weil die Großen sind ja fertig und da guckt man hin, ob das ein Scheidel-Bachmann ist, ob das ein Bungalski ist, der in unserem Bereich da auftritt, oder ob es eben entsprechend ein anderer Tankstellenbetreiber ist, der eben dort liefert, wie Schlumberger oder wie die alle heißen. Ja, die sind natürlich alle fertig mit ihren Systemen und die haben alle TSE und haben auch ausgerollt oder sind noch am Ausrollen. Und da wird man auf den kleinen, ich sag mal, Nischenbereich Carwash keine Rücksicht nehmen. Das wird von oben entschieden. Für alle und nicht für eine Branche. Zumal ja auch innerhalb 4 Wochen das angemeldet werden muss beim Finanzamt, wenn du TSE drinnen hast. Das heißt, also spätestens Ende April drucken die auf einen Knopf wahrscheinlich und sagen, du hast noch nichts gemeldet, was ist mit dir los? Also es ist ja so, mit Einführung der TSE, das ist auch eine Sache noch, die man auch nicht unterschätzen darf. Ich sage mal, wenn man professionell Kassensysteme in den Markt stellt und nicht gebastelt und hingestellt, gibt es ja auch Anbieter, ohne was zu sagen. Ich muss mein gesamtes Verfahrensverzeichnis anpassen, weil völlig andere Daten gespeichert werden. Ich muss die Datenschutzgrundverordnung anpassen, die Auftragsverarbeitung mit den Kunden anpassen, weil ich völlig andere Daten erhebe. Ich habe immer Bezug auf Artikel, ich habe dort personenbezogene Daten und, die wiederum auch auf einen entsprechenden, ich sag mal, Kunden hinweisen können. Und das ist die Dokumentation dieser ganzen Geschichte, die dann danach noch folgt. Sie können eigentlich Ihr ganzes Verfahren sozusagen wegschmeißen und neu schreiben. Und das ist eben etwas, was ich brauche, denn die Prüfung des Finanzbeamten endet ja nicht bei dem Stick. Der sagt so, jetzt zeigen Sie mal Ihr Verfahrensverzeichnis, wo ist die Softwareversion, zeigen Sie mal die Version für Story, zeigen Sie bitte mal nicht Datenschutzgrundverordnung, was haben Sie da gemacht? Und dann wird das ganz schnell dünn. Und deswegen, ich kann nur raten, weil so nach dem Motto, Nachfrist haben wir vor einem Vierteljahr, Sie sehen, und ich kann Ihnen wirklich sagen, wir haben hier gute Programmierer und wir haben hier tolle Leute, die das wirklich auch können. Wenn einer im März noch nichts gemacht hat und es kommt nochmal eine Frist vor einem Vierteljahr, wird er in diesem Vierteljahr das nicht fertig haben. Okay. Edwin, ich bin durch mit meinen Fragen. Also es war halt jetzt, glaube ich, sogar länger wie eine halbe Stunde, wo wir geredet haben. Ja, ich glaube, wir haben etwas überzogen. Ich habe die Uhr nicht so ganz im Griff. Ja doch, wir haben überzogen. Aber es macht nichts, muss auch mal sein, dass wir mal überziehen. Ralf, an dieser Stelle herzlichen Dank, dass du bereitwillig Auskunft gegeben hast, dass wir, ich glaube, doch ein paar Informationen jetzt weitergeben konnten. Und den Hinweis, mal mit einem Kassenhersteller zu sprechen, der kam ja von Michael Dagitz, vom Steuerberater, ja, der dann gesagt hat, komm, pass auf hier, zu den technischen Dingen kann ich nicht sagen, jetzt sprecht doch mal mit einem von denen, ihr kennt genügend. Also vielen Dank. Das ist auch meine Empfehlung. Liebe Grüße. Das ist auch meine Empfehlung. Also sprecht mit euren Steuerberater, holt euch da eine Rechtssicherheit, holt euch da die Empfehlung ab. Das ist euer Partner, der völlig neutral auch dort etwas hinweisen kann. Und dann sollten also die, ich sag mal, Betreiber im Markt auch dann hoffentlich die richtige Entscheidung treffen. Ralf, ich sage auch Dankeschön für die Zeit, die du genommen hast. Es war sehr interessant, sehr aufschlussreich. Es hat mich gefreut, mit dir wieder mal zu sprechen, nachdem wir uns ja fast ein Jahr jetzt nicht mehr gesehen haben. Aber ich hoffe, wir sehen uns ja bald wieder mal. Und dann trinken wir zusammen ein Bier, weil es hat wirklich Spaß gemacht. Dankeschön für die Zeit und alles Gute. Danke, Edwin. Danke, Roland. Schönen Tag euch noch. Also, danke. Tschüss. Tschüss.